Oh, hallo. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem Mute Raid. Es ist Mittwoch. Heute entfällt die legendäre Raid-Stunde. Wir machen natürlich trotzdem so viele wie geht. Tag 2. Tag 1 war recht erfolgreich. Checkt das Video von gestern ab und hinterlasst eure Ausbeute in den Kommentaren. Jetzt habe ich nicht hingeschaut. Und wir fangen nicht an mit einem Knaller. Nee, leider nicht. Auf geht's, Tag Nummer 2. 23:47, nicht shiny. Wir haben ein bisschen zu viel gequatscht und zu spät auf Aufnahme gedrückt. Aber naja, auf zum nächsten Raid. Gib mal ein paar Zehner, ja? Und dann kann ich endlich wieder Stops drehen, weil man muss da immer zwei Plätze haben, um dann ein Geschenk aufzumachen, um voll alles auszunutzen. Sprich, wenn man einen Platz offen hat, muss man erstmal warten, bis wieder Eier brüten und dann Geschenk aufmachen und dann kann man wieder Stops drehen. Also momentan ist es echt super kompliziert. Ja, nicht so tolle Zehner. Cognodon war okay. 5,50 ist glaube ich auch gar nicht so schlecht. Müsste ich gleich nochmal checken. Und Oh Mann. Ah, ganz weit daneben. Oh, relativ viele Zehner. Es müssen eigentlich auch ein paar neue dabei sein. Eigentlich müssen alle neu sein. Lavita ist aber nicht so neu. 5,77. Der ist auch relativ hoch. Ich habe mir jetzt die Zahl bei Lavita schon lange nicht mehr gemerkt, weil brauche ich nicht. Achso, nee, das ist nicht hoch. Und was wollen wir checken? Ui, da! Wir hatten doch noch ein Ei. Und wir haben was Krasses gebrütet. Tut mir leid für den Spoiler, Leute. 96, oder? So, sorry, Leute. Wir haben noch ein Ei. Also ein Fünfer, der ist schlecht. Da kommt Kragosso raus. Aber aus dem Zehner kommt was Krasses. Und seht mal da. Riesenrad, Oktoberfest. So. Das 10er ist jetzt krass. Tut mir leid für den Spoiler. Mann. Und Stachelnuss. Coole Sache. Castadur. IV-Check. 100er? Nein. Schade. Nächster Versuch. Und 23:18. Das ist nix. Ach, das ist wirklich nichts. Nächster Raid. Geh mal rein. Wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Das sind ein paar 7er Eier hier. Das geht ab, Leute. Gibt uns was Geiles jetzt. Nicht geil genug. Bisschen Chaos. Wir sind ja jetzt gerade in den Bus gestiegen. Alter, der hat so lange gebraucht. Münchner Verkehr, Donnersberger Brücke. Man, fuck so. Oh. Den können wir nicht mehr gebrauchen. Gib mir was Krasses. Ich habe nicht mehr so viele Brutmaschinen und ich will diese leidende Box nicht kaufen. Die ist so leidend. Oh. Junge, ich habe jetzt schon 3,98er gebrütet. Läuft bei dem. 3,98er, aber noch kein 100er Makri. Mann ey. Pogenta kriegt eine Weiterentwicklung, habe ich gerade gehört. Sammelt die Bonbons. Pogenta kriegt eine Weiterentwicklung. Und Pogenta kriegt eine Weiterentwicklung. Ey, was ist das? Gibt's hier noch was Geiles? So richtig geil wieder. Das war's, glaube ich. Das war's.
Ja, yeah, Mann, ja, nicht so berauschend. Ich vergesse immer, dass ich dich drehen darf und hab ihr zweimal gedreht. Zwei nutzlose Eier wieder drin. Nicht shiny. Nächste Raid, Leute. Nehmen wir schnell mit und dann geht's auch schon weiter. 59. Oh! Überraschend, irgendjemand im Raid gewesen. Grüße gehen raus an Jared. Oh, schade. Erstmal hier ein Loin gebrütet, aber nicht so gut. Spezialtausch-Time, Leute. Heute Lucky Freunde geworden, direkt getauscht. Es gibt nur eine Zahl, die sehen wir. Okay. Hast du sie? Nein, natürlich nicht. Ich bin zufrieden. Es ist ein 98er. Ich glaube 93. Ja, 93. Ah, so knapp. Ah, so knapp. Ein paar 7er Eier, glaube ich. Kleinsteiner Lola, so schlecht. Und? Es müsste eigentlich immer zwei ungefähr sein. Ich mache immer zwei. Oh Mann, ey. Tag 9 und immer noch kein shiny Glück mit den regionalen. Oh, noch eins. Das geht da ab. Geht schon mal rüber. Oh, Toppe Kuh. Schaut mal, wo wir raiden. Keine Ahnung, was hier los ist, aber es geht ab. Alter. Puh. Die Innenstadt ist so voll. Aber da geht's immer ab. Wir chillen uns mal hierher. Bisher kein guter mit dabei gewesen, kein Shiny. Aber eben der Lucky Trade. 98er Shiny Mewtwo. Da kann man sich nicht beschweren. Es geht schon weiter. Es geht schon weiter. Immer diese Hektik, Leute. Ein Shiny, zumindest heute. Ich brauche Tauschmaterial. Der geht zu gut weg. Und vielleicht will ich noch ein paar Lucky Mewtwo Shiny. Schon mal kein 100er. Aber will ich mein 100er Glück für den verbrauchen? Ich habe ja schon zwei. Ah, ein paar Shiny Boy noch. Du 90er, Attack 14. Den nehme ich. Jo, es wird saftig, Leute. 5 Raids jetzt. Aber nur, wenn wir uns beeilen. Aber jetzt wird es echt saftig. So, der erste von 5. Leute, also von den letzten 5. Ein Shiny noch, komm. Ein Shiny zum Tauschen. Jeden Tag ein, zwei Shinies. Und der zweite. 4 Versuche noch. Also mit dem 4. Danach nur noch 3. Und 47. Linke. Und. Oh Mann. Ist auf jeden Fall wahrscheinlich. Aber ihr ist am Abend. So, drittletzter Raid. Mann, was für eine Panik. Und 36 war es? Schauen wir mal. Ach, kein Shiny. Heute kein Shiny, oder was? Zwei Versuche noch. Vorletzter Raid. Ein Shiny noch, Leute. Gönnt ihr mir noch ein Shiny? Oder ein 100er.
64. Und ein Versuch noch. Ein Versuch noch. Letzter Raid für heute, Leute. Und oh, kein Shiny heute. Das war Tag 2, Leute. Eine nette Runde. Ich muss sagen, eine Menge Arenen, die ich noch nicht auf Gold habe, also sehr, sehr saftig. Und natürlich das Shiny Lucky 98er Mewtwo. Ist natürlich saftig, 98 Shiny Lucky, Alter. Aber ihr wisst, 100er Mewtwo und ich, wir sind halt so. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob ich noch weitere Glückstorsche verwenden will für Shiny Mewtwo, weil ich habe ja mein Ziel, meine Sammlung von den Shiny Luckys. Und da dann die ganzen Glückstorsche zu verbrauchen für Mewtwo wäre, weiß ich nicht, muss ich mal schauen. Vor allem, in der Regel wird es ja eigentlich nur noch schlechter. Also ich kann es ja nur mit dem 100er, wirklich mit dem 100er toppen. Mal schauen, ob ich den jagen werde, ob ich das Ziel verfolgen werde, den 100er Shiny Lucky Mewtwo. Aber wir haben noch 5 Tage vor uns und ich brauche noch eine Menge Shinies zum Tauschen. Die gehen bestimmt gut weg, damit kann ich eigentlich beinahe jedes Shiny mir dann Lucky Shiny ertauschen. Ich denke, nur die wenigsten sagen beim Tausch dann Nein zu Shiny Mewtwo, also an sich kann man eigentlich da nie genug haben. Und vielleicht kriegen wir auch so einfach einen normalen 100er, mit dem wäre ich eigentlich auch zufrieden, aber natürlich Shiny Lucky 100er. Ah, ist schon verführerisch. Schade, schade. Echt so schade, so knapp daneben. Der hätte doch einfach 100 werden können. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Übrigens, ihr wisst Bescheid, Knack Leon C-Day wurde angekündigt. Ich find's gar nicht so schlecht, weil der fehlt mir noch 100. Dementsprechend, ja, einfach so viele fangen, wie es geht. Vielleicht ist ein 100er dabei. Wenn nicht, dann tauschen und hoffen, dass da ein Lucky 100er dabei ist. Also jedes Pokémon, was nicht 100, was ich noch nicht 100 habe, das als C-Day-Pokémon kommt, das gefällt mir. Nur das so als Info, weil viele gefragt haben, Hong, wie findest du den C-Day? Ich finde ihn super. Aber das war's von mir, Leute. Ich muss wieder raus raiden. Schreibt unten in die Kommentare, erstens, wie ihr den C-Day findet und zweitens, wie es so läuft bei euch mit den Raids. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.